Der Plan zur Weltherrschaft durch die Gangsterbankiers kann nicht in die Realität umgesetzt werden, ohne dass wir kooperieren. Dieser Plan wurde im Jahr 1773 im Laden von Meyer Rothschild von 13 einflussreichen deutsch-jüdischen Familien formuliert. Darunter befanden sich die Rothschild, Oppenheimer, Warburg. Ihre Formel zur Erlangung der globalen Kontrolle ist die 3M-Formel: Money Control, Medienkontrolle und militärische Kontrolle. So wie die Änderungen der Regeln, die vorgenommen wurden und den Familien die Kontrolle über die Medien und Geldmonopole übertrugen, so werden jetzt neue Gesetze verabschiedet, um ihnen die Kontrolle über das Militär zu überreichen. Das geschieht durch ihre Privatisierung. Wenn sie allerdings Terroristen töten, wen kümmert es dann, ob sie Soldaten der Regierung oder körperschaftliche Soldaten sind? Noch wichtiger ist es aber, sich zu fragen, wer genau die Terroristen sind und von wem sie trainiert werden. Die Antwort ist BAM in Amerika in Fort Benning in Georgia. Die amerikanische Terrorist-Training-Schule hieß noch bis Januar 2001 School of the Americas. Jedoch führten zahlreiche Proteste gegen ihre Aktivitäten zu einer Namensänderung zu WISC, Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Die Schauspielerin Susan Sarandon stellt in dem Dokumentarfilm School of the Assassins die Schule als ein Trainingscamp für Terroristen, deren Absolventen bekannte Mörder, Terroristen und Diktatoren wie der Drogenkönig Manuel Noriega sind da. Die Rolle des Terrorismus und ihre ständige Präsenz in den Medien ist, das Geld aus den Taschen der verängstigten Steuerzahler zu ziehen. Dies bedarf nur einem guten Gespür für das richtige Timing. Während des zweiten Jubiläums des terroristischen Angriffs auf das World Trade Center hatte George W. Bush um 87 Milliarden Dollar Aufstockung für die Ausgaben des Militärs gebeten. Zum selben Zeitpunkt veröffentlichten die Medien ein dramatisches Video Osama bin Ladens, der wohlauf erschien und Drohungen ausstieß, wodurch die 9/11-Attacken lediglich als ein Vorspiel erschienen. Was genau wissen wir über Amerikas beliebteste Lückenfüller? Der Multimillionär Osama bin Laden war das 17. Kind von 52, deren Vater ein reicher Bauherr war, mit Namen Mohammed bin Laden. Er pflegte Freundschaften zu den königlichen Familien der Saudis und zu der Bush-Familie. 1997 hatten die amerikanische CIA und pakistanische ICI eine antisowjetische Gruppe in Afghanistan finanziert und einen 10 Jahre andauernden gewinnbringenden Krieg gegen die Russen provoziert. Nachdem die Russen in Afghanistan einfielen, heuerte die CIA Osama bin Laden an, um Al-Qaida-Kämpfe zu rekrutieren und zu trainieren und gegen russische Truppen anzutreten. Doch worum ging es in dem Krieg genau? Sicherlich nicht um Karotten und Kartoffeln. Nein, um Mohnblumen, grenzenlose Felder von Opiumknospen, von denen mehr als 70% des Heroins in der Welt stammen. Dies ist ein sehr unangenehmes Thema für die Politiker. Es war eine dramatische Geschichte, jedoch haben die Medien versäumt, uns die weniger spannende Heldengeschichte über afghanische Freiheitskämpfer zu erzählen. It was a dramatic story, but the media failed to tell us the less heroic side of Afghanistan's freedom fighters. Die neuen Freunde der Amerikaner waren süchtig nach einer neuen Ressource geworden. Während des Krieges stieg die Produktion der Mohnblumen und die Gier nach Heroin rapide an. Der internationale Drogenhandel begann im Jahr 1606, als Queen Elizabeth I. den Reichtum Englands durch die Verbreitung des illegalen Opiums von Indien aus nach China begann. Sie ließ die East Indian Shipping Company gründen und profitierte enorm nicht nur von dem Transport der Drogen, sondern auch vom Transport afrikanischer Sklaven durch ihren Sklavenhändler John Hopkins. Sie schlug ihn zum Ritter. Er bekam den Titel Sir.
zum Jahr 1830 hatten sich die Briten vom Drogengeschäft distanziert, indem sie die Rechte über das Monopol an die jüdische Sassoon-Familie übertrug. Diese Familie wurde als die Rothschilds des Fernen Ostens bekannt. Als ein Agent der Krone teilte David Sassoon seinen Gewinn mit der Königin Victoria. Die britische East India Company ließ eine große Fabrik errichten, um das Opium weiter verarbeiten zu können, und zwar hier in Gazebo. Es stammt aus Indien und dient unter anderem der Medizin. Nachdem die Chinesen Opium verbannten und 600 Truhen Opiums zerstört, rächten sich Sassoon und die Briten. Es war eine riesige finanzielle Katastrophe für die Briten. Sie rächten sich mit den Opiumkriegen im Jahr 1843 und 1858. Sassoon und die Briten forcierten die Drogenabhängigkeit einer ganzen Nation, stahlen Hongkong und machten es zur Hauptstadt eines internationalen Drogengeschäfts. 1843 and 1858. Forces of the market were to defeat China's moral prohibition. Sassoon and the British forced drug addiction onto an entire nation, stole the island of Hong Kong, and made Hong Kong the capital of the British international drug trade. Im Jahr 1872 schlug Königin Victoria den Sohn David Sassoons, Albert Sassoon, der den Opiumhandel in China und Japan voranbrachte, zum Ritter. 1887 heiratete Sir Albert Sassoon Eileen Caroline Rothschild und einigte das Raubgut des Sassoon-Drogenkartells mit dem Rothschild-Geldkartell. Heutzutage ist es ein alltägliches Geschäft für die Nachkommen der Sassoon- und Rothschild-Familien, die sich als eine Elitegruppe im inneren Kreis der Macht bewegen und zu der Gesellschaft der Queen Elizabeth II. Und Prinz Charles gehören. Viele von ihnen bekamen Titel wie Sir, Baroness, Baron und Marquise. Jedoch lassen sich viele ihrer Opfer nicht von den Kronen und den Titeln täuschen. Sie benutzen ihre eigenen, wie Lügner, Diebe, Drogendealer und Massenmörder im Namen der Krone. Titles like liars, thieves, dope dealers, and mass murderers for the crown. On the other side of the Auf der anderen Seite des Atlantiks lebt ein weiteres Mitglied des Opiumschmuggelsyndikats, Samuel Russell. Er ist der Begründer des Skull and Bones Ordens in der Yale-Universität und benutzte zu dessen Gründung das Geld aus dem Drogengeschäft. Mitglieder, die sich besonders hervorgetan hatten, wurden darin unterstützt, gehobene Positionen einzunehmen, zum Beispiel in der CIA, dem obersten amerikanischen Gerichtshof und im Weißen Haus. Als der Skull and Bones-Mann George Bush Sr. in den 80ern zum Direktor der CIA wurde, rekrutierte die CIA Osama bin Laden, um Al-Qaida und Mujahideen-Kämpfer in Afghanistan zu trainieren. Sie hatten nicht nur die Aufgabe, den russischen Kommunismus zu bekämpfen. Sie sollten auch das Multimilliarden-Opiumgeschäft in Afghanistan vorantreiben. Heroin, welches aus dem afghanischen Opium gewonnen wurde, brachte 250 bis 300 Milliarden Dollar jährlich für die Wall Street und US-Banken ein. Die Autoren Alfred McCoy und Michael Levine schrieben über das Band zwischen der CIA und den unheiligen Drogenbündnispartnern. Man wurde in der Öffentlichkeit auf sie aufmerksam, als die CIA versuchte, den Verkauf ihrer Bücher zu unterbinden. Michael Levine wurde zu einem Bestseller-Autoren, als er über seine Erfahrungen mit dieser unheiligen Allianz schrieb. Nach seinem 30-jährigen Dienst für die CIA kann man seine Aussagen als glaubhaft betrachten. Ich bin ein Beispiel für die Aktionen des Geheimdienstes bezüglich der totalen Unterwanderung des Drogenkrieges aus mikrokosmischer Sicht. Denn der Drogenkrieg existierte nur in den Köpfen der Bürger Amerikas. Er existierte, wenn schon, auf den Straßen Amerikas, wo Kinder und Polizisten, wie mein Bruder, ihr Leben lassen mussten. Es gab keinen eigentlichen Drogenkrieg. Die größten Drogendealer der Welt waren im Besitz einer Lizenz für den Verkauf von Drogen an Amerikaner und brachten Gewinne ein. Der Drogenhandel beginnt im Süden Ostasiens durch Mujahideen und unterzieht sich dort jeglicher Kontrolle. Nun, wie konnte das Heroin in die USA geschmuggelt werden? Das wohl grauenhafteste Geheimnis Amerikas ist, dass das Heroin während des Vietnamkrieges in den Leichensäcken gefallener Soldaten verstaut über die Grenzen Amerikas gelangte.
Am Ende der 60er waren ein Drittel der amerikanischen Soldaten in Vietnam und nahezu 1 Million US-Bürger heroinsüchtig. Drogen wie LSD, Mescaline, Marihuana und Haschisch überfluteten ebenfalls die Straßen und Colleges Amerikas. Wer oder was hatte die amerikanische Jugend angefixt? Prominente Kriegsgegner und Aktivisten wie Aldous Huxley, Timothy Leary, Allen Ginsberg und Bertrand Russell verkauften die amerikanische Jugend an Acidstein und sonstigem Drogenkonsum und einer Weltregierung. Sie wurden von den Warburg Bankiers, dem Institut für politische Studien, finanziert. Über 100 Millionen LSD-Dosen, welche die Straßen überfluteten, waren von Timothy Leary und Alan Dulles über S.G. Warburgs pharmazeutische GmbH Sandoz in der Schweiz erworben worden. Es wurden kostenfreie LSD-Proben an den Colleges und auf Rockkonzerten verteilt. Musiker animierten Millionen von Fans, high zu werden. Not only on college campuses, but at rock concerts, where musicians persuaded millions of fans to get high. Stimmen der Kritik an der Drogenkultur beschuldigten Eltern, Lehrer, die Rechtsdurchsetzung und alle anderen, nur nicht die eigentlich Verantwortlichen, die sich im Verborgenen hielten, nämlich die Rothschild Warburg Bankiers und ihr Komitee der 300. Laut John Coleman, dem Autor des Buches »Die Geschichte des Komitees der 300«, wurden die Beatles nach Amerika über das Travestock-Institut gebracht. Travestock-Institut führte die Drogenkultur in Amerika ein, um den Drogenkonsum beliebt und gesellschaftsfähig zu machen. Durch ihre Platten und Werbefirmen hatten die Bankiers ihre Prominenten erworben, die dazu dienten, die Milliarden von Menschen in der weltweiten Bevölkerung zu betäuben, abhängig und zu Sklaven zu machen. Dabei war es egal, ob die Substanzen verschreibungspflichtig, legal oder illegal waren. So wie der verlogene Krieg gegen den Terrorismus ist auch der verlogene Drogenkrieg ein Katz-und-Maus-Spiel, welches mit der einen Hand bekämpft und mit der anderen Hand gefördert wird. Das Peace-Symbol wurde von den Drogen-Flower-Power-Kindern der 60er übernommen und wurde von Gerald Holtham entworfen. Er wurde von dem One-World-Government-Händler Bertrand Russell damit beauftragt. Dieses Zeichen war niemals dazu entworfen worden, Frieden zu symbolisieren. Es ist ein Symbol des Todes. Es ist eigentlich ein umgedrehtes Kruzifix mit abgebrochenen Armen und wird eigentlich von Satanisten und Hexen benutzt. In Deutschland kennt man das Peace-Zeichen als eine Todesrune auf den Gräbern der SS-Offiziere. Das CIA-Team, bestehend aus Ex-Nazis und Skull-and-Bones-Männern, hatte Osama bin Laden finanziert und trainiert. Er drängte die Russen aus Afghanistan bis zum Jahr 1989 raus. Danach trainierte die CIA die skrupellosen Taliban. Das von der CIA eingesetzte Taliban-Regime diente dazu, das blühende Opiumgeschäft voranzutreiben. Nach ungefähr einer Generation wurde aus der Freundschaft zwischen den Taliban und der CIA plötzlich eine hässliche Feindschaft. Während eines Treffens am 4. Dezember 1997 in München eröffneten Ölhändler den Talibanen ihren Plan, eine Erdölleitung durch Afghanistan zu bauen. Die Rothschild Shell Ölfirma und Rockefellers Exxon Ölfirma hatten Milliarden in die Gas- und Ölreserven Kasachstans, also genau nördlich von Afghanistan, investiert. Nun brauchten sie eine Leitung, um das Gas und Öl zum Persischen Golf transportieren zu können. Die Taliban forderten eine größere Beteiligung an dem Gewinn und lehnten den Plan ab. Auf einmal nannten die von den Rothschild-Bankiers kontrollierten Medien die Taliban Monster, Übelgesinnte und gemeintes Schurken, die ihre Frauen verprügelten. Am 4. Juli 1999 frierte Präsident Clinton die Konten und Anlagen der Taliban ein und verhängte ein Handelsembargo auf Afghanistan.
Bis zum Februar 2001 zerstörten die Taliban fast alle Opiumfelder. Im Mai hatte der Staatssekretär Colin Powell ein Geschenk in der Höhe von 43 Millionen Dollar aus der Staatshaushaltskasse den Taliban offeriert. Er nannte es eine Belohnung für die Taliban dafür, dass sie die Opiumfelder zerstört hatten. Jedoch wussten die Mitglieder des neuen George W. Bush Weißen Hauses, dass die Taliban die 43 Millionen für finstere Zwecke benutzen würden. For more sinister purposes. Das schwerwiegende Problem ist nicht, die Punkte miteinander zu kombinieren, sondern sie nicht zu kapieren. Warum war es der CIA nicht möglich, in all den Jahren in Afghanistan Informationen zu sammeln? Sie hatten doch schon seit 2 Jahren die Befugnis, Bin Laden zu töten. Warum war es ihnen unmöglich, ihn oder seine Offiziere zu töten? Warum hatten sie nicht mehr Möglichkeiten, etwas gegen sie auszurichten? Könnte es sein, dass die Bankiers, welche die amerikanische Regierung unterstützen, beide Seiten im Krieg gegen den Terror unterstützen? Bevor das erste Flugzeug den ersten Turm überhaupt traf, war bereits eine gigantische britische und NATO-Truppe aufgestellt worden und sie war bereit, die Feinde Israels zu attackieren, das opiumreiche Afghanistan und den ölreichen Irak. Before the first plane ever even hit the first tower on 911, a massive US, British and NATO troop build-up was already organized and positioned for an attack on Israel's enemies, opium-rich Afghanistan and oil-rich Iraq. And there's an old poster out west, as I recall, that said, wanted, dead or alive. With no solid proof... Ohne den geringsten handfesten Beweis über die Verantwortlichkeit für das 9/11-Ereignis attackierte Junior George W. Bush das durch Armut gebeutelte arabische Land Afghanistan nur 4 Wochen nach 9/11. Das amerikanische und britische Militär warf 12.000 Bomben auf tausende von Gebäuden und Behausungen ab. Es zertrümmerte sie zu Schutt und Asche und tötete 8.000 afghanische Einwohner. 20.000 weitere Einwohner starben an den Folgen des Krieges, an Krankheiten und Verhungerung. Der amerikanisch-britische Krieg gegen Afghanistan hinterließ Millionen von verhungerten Menschen und Tausende von Frauen, die immer noch verschleiert, heimatlos und ohne Geld sind. Afghanistan ist immer noch der weltweit größte Opiumproduzent und ist jetzt der weltweit größte Heroinproduzent. Weil in den 14 Jahren des Krieges alles zerstört wurde. Die Straßen, Schulen, Krankenhäuser und die Wirtschaft. Die Menschen hatten keine andere Möglichkeit, als Mohnblumen zu pflanzen. Sie waren hungrig und sehr arm. Niemals können Frieden und Demokratie in Afghanistan entstehen. Warum? Weil Frieden und Demokratie ein Ende für den Opium- und Heroinhandel der unterschiedlichen amerikanischen Bündnispartner bedeuten würde und weil sie dann aus Afghanistan verbannt werden würden. Also was hatten die Amerikaner und Briten zum Ausgleich für den Krieg in Afghanistan angeboten? Erstens, die unkooperativen Kriegsherren wurden vertrieben und wurden durch die kooperativen Kriegsherren aus dem Norden ersetzt. Zweitens, durch die Opium- und Heroinproduktion schossen die Einnahmen in die Höhe. Drittens bekam Afghanistan einen neuen Anführer mit Namen Hamid Karzai, welcher zufälligerweise ein Angestellter von Unocal Oil war. Durch ihn hatten die Amerikaner die Erlaubnis bekommen, ihre Gas- und Ölleitung durch Afghanistan zu bauen. Viertens bezieht sich auf die gebräuchlichste Entschuldigung der Bush-Familie für den Krieg. Es war Osama bin Laden möglich gewesen, zu entkommen. Die zweithäufigste Entschuldigung für den Krieg ist, dass die Amerikaner schon immer mit Saddam Hussein zu tun hatten. In den 80ern hatte Amerika irakische Truppen darin unterstützt, ihren Nachbarn Iran anzugreifen, um Irans arabisch-islamische Revolution zu stoppen. Amerika spielte in diesem Krieg auf beiden Seiten. Zum einen hatten die Amerikaner chemische und biologische Waffen für Saddam zur Verfügung gestellt. Zum anderen hatten die Amerikaner im Geheimen Waffen an den Iran verkauft und illegalerweise Geld für die Konterrevolution im Zentrum Amerikas beiseite geschafft. Während des Krieges schickten die Amerikaner einen Sondergesandten zu Saddam im Jahr 1983. Es war Donald Rumsfeld.
der jetzige Verteidigungsminister. Der Anlass war die Verstärkung Saddams Truppen gegen seinen ewigen Feind. Dies ereignete sich zu dem Zeitpunkt, als Irak chemische Waffen gegen die iranischen Truppen einsetzte. Amerikas Industrien lieferten die Einzelteile zu den Waffen und Washington wusste davon. Bis zum Jahr 1990 trickste Präsident George Bush Senior Irak in einen weiteren Krieg, und zwar mit einem weiteren ölreichen Land, Kuwait. Wie? Kuwait wurde mit Erdölbohrern von Amerika beliefert, welche lang genug waren, um unterirdisch über die Grenzen Iraks hinaus zu irakischen Ölquellen zu gelangen und diese anzuzapfen. Mit Hilfe dieser amerikanischen Bohrer gelang es Iran, 300.000 Tonnen täglich im Wert von mehr als 3 Milliarden Dollar jährlich von den Irakern zu stehlen. Das Öl brannte und Kuwait unternahm nichts, um sie zu löschen. Im Gegenteil, sie pumpten immer mehr Öl aus einer benachbarten Quelle hinzu, welche für beide Parteien, Iran und Irak, zugänglich war. Sie überfluteten den Ölmarkt und drückten die Preise nach unten. Offiziell hatte Präsident Bush Senior versprochen, sich nicht in den illegitimen Ölkrieg zwischen Irak und Kuwait einzumischen. Als jedoch Saddams Truppen in Kuwait einmarschierten, um ihre Ölquellen zu verteidigen, brach er sein Versprechen. Die Amerikaner lösten ihr giftiges Atommüllproblem, indem sie ihre Bomben mit dem Uran füllten und sie über Irak abwarfen. Bush Senior hatte nicht nur Iraks Wassersysteme zerstört und vergiftet, sondern auch die Infrastruktur, und er schwächte sowohl die irakische als auch die kuwaitische Wirtschaft. Die Amerikaner profitierten von den Rationen aus den Nahrungsmittel- gegen Ölprogrammen der Iraker und aus unzähligen Verträgen zum Wiederaufbau in Kuwait. Bush rundete den Krieg mit 10 tödlichen Jahren von Embargos ab. Millionen Irak, einschließlich 600.000 Kinder, die keinen Zugang zur medizinischen Versorgung hatten. Sie können mindestens 50 Bücher finden, die verschiedene Aspekte des Krieges lobpreisen und sagen, wie toll doch alles war. Sie werden allerdings nur eins finden, welches den Krieg ausdrücklich als Verbrechen bezeichnet. Es liefert Beweise auch über Entscheidungen, welche zur Tötung über eine Viertelmillion Menschen im Irak führten. Im März 2003 zog Präsident George Bush Jr. in den zweiten Golfkrieg. Im Krieg gegen den Irak geht es überhaupt nicht um Rache. Schließlich war nicht einer der beschuldigten Terroristen ein Iraker. Es ging auch nicht um Massenvernichtungswaffen, die nicht von den Experten gefunden wurden. Es ging noch nicht einmal um Saddam Hussein, den die Amerikaner zu dessen Machtergreifung finanziell unterstützt hatten und mit chemischen und biologischen Waffen beliefert hatten. Nein, im amerikanischen Krieg gegen den Irak und gegen Afghanistan geht es um Massenmord und Piraterie. Es geht um riesige Waffengeschäfte, um Öl, Ölleitungen, Drogen und zahlreiche Verträge zum Wiederaufbau. Es geht auch um die Kolonisation des Mittleren Ostens und somit um die Bewältigung zweier Schritte in Richtung einer Weltherrschaft. Oil, big pipelines, big drugs and big rebuilding contracts. They were about colonizing the Middle East and moving two giant steps closer to world domination. Ist dies Bushes demokratische Lösung für die arabische und islamische Bevölkerung? Muss ich mit 6 Leben für diese Demokratie bezahlen? Ich will diesen Frieden nicht. Ich will diese Demokratie nicht.
Der Diebstahl und die fortschreitende Zerstörung des antiken Landes durch die amerikanische Regierung ist eine Vorschau auf den Diebstahl und die Zerstörung Palästinas durch die israelische Regierung. Seit 1995 hat das Abrechnungsbüro das Recht auf Verteidigung des Finanzmanagements des Verteidigungsamtes und der schlimmsten Behörden der Regierung auf der Liste der GAO von besonders risikoreichen Gebieten, die stark von Verschwendung, Missbrauch, Betrug und einem Fehlmanagement getroffen sind. Was ereignete sich noch im Fiskus im Jahr 2000? Der General des Verteidigungsministeriums, des Pentagons, der sich ebenfalls eine Untersuchung seiner eigenen Abteilung unterziehen muss, kann keine Rechenschaft für den Verbleib von mehr als $1 Billion ablegen. Eine Billiarde mit einem B. Private Lindy England der ersten Klasse hatte wohl niemals gedacht, dass diese Bilder die Privatwohnungen von Millionen entsetzter Menschen erreichen würde. Was auch immer sie sich zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte, sie sagt, sie und ihre Kameraden hätten keine Wahl gehabt. Sie sagten uns, wir sollten uns hinstellen, die Daumen nach oben strecken und lächeln, während wir hinter einer Pyramide aus diesen nackten Irakern standen und das Foto geschossen wurde. Wer hatte ihnen das befohlen? Die brutalen Kommandeure. Warum wurden nackte Gefangene übereinander gehäuft und in eine pyramidale Form gebracht? Die Antwort könnte man in der Vergangenheit, in der Antike finden. Damals wurde Irak Babylon genannt. Im Jahr 586 vor Christus hatten die Armeen Nebukadnezars, der König Babylons und ein Nachfahre Jerusalems den Zorn Gottes auf sich gezogen. Es sind fast noch 6 Jahrhunderte bis zur Geburt Christi. Die Römer haben sich noch nicht einmal die Errichtung ihres Imperiums erträumen lassen. Es ist ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Juden, während Babylons Befürchtungen größer werden. Die Bibel beschreibt den Angriff der Babyloner. Die Häuser wurden zerstört. Saddam Hussein hatte den Fehler gemacht, sich selbst mit dem babylonischen König Nebukadnezar zu vergleichen. Die Gründe für die Eroberung Iraks und die Gefangennahme Saddams waren nicht nur das Öl und die Kolonisation. Es ging auch darum, an einem alten hebräischen Spielstand anzuknüpfen. We got him. Am 13. Dezember strahlten die Produzenten von 9 an 1 eine neue Reality-TV-Sendung aus und nannten sie »Wir haben ihn«. Die Iraker behaupteten, dass die »We Got Him«-Sendung inszeniert wurde. Warum? Weil der Film reife gelbe Datteln zeigt, die an einem Baum auf der linken Seite des Loches hängen, wo Saddam Hussein angeblich gefangen genommen wurde. Jeder irakische Bürger weiß, dass irakische Datteln erst gegen Juli, August eine gelbe Farbe annehmen und niemals im Dezember. Da Pflanzen keine Lügen verbreiten, muss das We Got Him Video wenigstens 3 Monate zuvor, im Juli oder August, entstanden sein und nicht am 13. Dezember, wie berichtet wurde. Wie kann der fast 70-jährige Saddam, der etwa 1,80 groß und untersetzt ist, sich in ein so kleines Loch dieser Größe quetschen? Wie kann er einen solch langen Bart in der kurzen Zeit wachsen lassen? Warum färbte er sein Haar schwarz, während er sich versteckte? Vielleicht für seine CNN-Nahaufnahmen? Squeeze in and out of a hole that small. How could he have grown a beard that long in such a short time? Why did he dye his hair black while in hiding? For his CNN close-ups perhaps? There are 3 books. Es gibt 3 Bücher, die ganz klar das Anstreben der Zionisten für eine Weltherrschaft offenbaren. Die Bibel, welche von Hebräern verfasst wurde, Moral und Dogma von dem Freimaurer Albert Pike und die Protokolle Zions, welche von Führern der Zionisten verfasst und von den zionistischen Illuminaten überarbeitet wurde. Alle 3 Bücher beschreiben den Plan für eine Apokalypse oder für einen 3. Weltkrieg, aus dem eine Weltregierung unter der Herrschaft eines einzigen entspringen wird. Dieser Weltherrscher wird der Antichrist genannt. Die Bibel ist wie ein Drehbuch für einen Reality-Katastrophenfilm, jedoch gibt es ein märchenhaftes Ende. Der zionistische Plan, eine Apokalypse hervorzurufen, soll zur Erschöpfung und Verminderung der Population führen. Hierzu dienen tödliche, konstruierte Viren, ein globaler Terror, Wirtschaftskrisen und ein Atomkrieg. Diese Katastrophen wurden auf den Zeitpunkt zwischen unserer Gegenwart und 2014 festgelegt.
Die Überlebenden werden die Versprechen eines charismatischen, gut aussehenden Anführers dankbar annehmen. Er wird seinen hoffnungsvollen Plan eines ewigen weltweiten Friedens offenbaren. Er wird sagen, dass der einzige Weg, diesen Frieden zu bekommen, der wäre, die 5 Gründe für Kriege zu beseitigen. Doch weiß er insgeheim ganz genau, dass es nur einen Grund für die Kriege gibt, da sie von seinen adeligen Verwandten hervorgerufen, provoziert und finanziert werden und die von ihnen profitieren. Der Herrscher wird seinen Plan des ewigen Friedens dadurch verkaufen, dass er der Welt glaubhaft macht, dass Kriege um Landesgrenzen nur dann ein Ende finden, wenn eine Welt ohne Grenzlinien geschaffen wird. Religiöse Kriege werden nur enden, wenn nur eine gemischte Weltreligion existiert. Wirtschaftskriege werden nur dann enden, wenn eine geldlose und schuldenlose Gesellschaft geschaffen wird. Wettkämpfe zwischen Herrschern werden nur dann ein Ende finden, wenn nur ein Herrscher die Welt regiert. Gewehre und Atombomben werden beseitigt und eine Weltarmee wird geschaffen werden, die für den Weltfrieden sorgen wird. Economic wars will only end by creating a cashless, debt-free society. Rivalry wars between rulers will only end by creating one world ruler. The tools used for war, from handguns to nuclear bombs, will be eliminated, and one world army will be created, which will guarantee world peace. How will this eternal peace? Wie soll dieser ewige Weltfrieden errichtet werden? Durch die Vereinten Nationen. Sie ist das Kind von Denkern, welches aus dem Komitee der 300, welches wiederum aus den herrschenden Familien besteht, entsprang. Die UN ist deren Fahrzeug für eine Weltregierung und befindet sich auf 18 Hektar Land inmitten vom Land Manhattan, welches von den meist sichtbaren Familien aller Herrscherfamilien gespendet wurde, die Rockefellers. Die UN ist eine geschlossene Gesellschaft. Es gibt keine öffentlichen Unterlagen oder Treffen. Die US-Steuerzahler haben bereits 2 Billiarden Dollar in diese Institution investiert, obwohl die meisten, die für die UN arbeiten, sich aufopferungsvoll für den Frieden einsetzen, ist doch die UN eine gottlose Organisation, die vom Komitee der 300 kontrolliert wird. Diese inzestuösen Familien geben an, adeliges blaues Blut zu besitzen. Jedoch ist ihr Blut nicht adeliger oder blauer als das Blut Hannibal Lecters. Einige spekulieren, dass die Mitglieder dieser übelgesinnten Familien Dämonen, Aliens oder bösartige, gestaltverändernde Reptilien wären. Jedoch gibt es eine weitaus wissenschaftlichere Erklärung für ihren Wahnsinn. For thousands of years these families have practiced in Über tausende von Jahren haben diese Familien untereinander geheiratet. Schwestern heirateten ihre Brüder, Nichten ihre Onkel, Mütter ihre Söhne, um auf diese Weise die Macht und das Vermögen innerhalb der Familie zu behalten. Dieser über tausende von Jahren praktizierte Inzest hat zwar eine clevere, aber pathologische Brut von selbstbewussten Soziopathen hervorgebracht. Sie machen vor nichts Halt, um jeden Krümel Gold, jeden Tropfen Wasser und jeden Grashalm der Erde zu besitzen. Die Vereinten Nationen, die von ihnen gegründet wurde und die sie kontrollieren, hat ganz klar das Ziel einer Erstellung einer neuen Weltordnung, einer UN-Armee und eines globalen Betreuungssystems geäußert. Der Gatte der Queen, Prinz Philip, und Evelyn Rothschild haben bereits eine allgemeine Deklaration zur Erschaffung einer Weltreligion erstellt. Was wäre wohl wahrscheinlich das Leben in einer Welt mit nur einer Regierung, einer Religion, einer Armee, einer Wirtschaft, einem Gerichtshof, einem Nachrichtennetzwerk und einem Diktator? Was die Öffentlichkeit nicht weiß, ist, dass das Manifest über den Kommunismus von Karl Marx und die russische Verfassung in die Verfassung der UN integriert wurden. Die neue Weltordnung wird kommunistisch sein, der Weltfrieden wird erzwungen sein und die Bürger werden keine Rechte besitzen. Zum Beispiel hätten sie nicht das Recht, Kinder zu zeugen, ohne einen entsprechenden Beleg, kein Recht zu reisen, kein Recht auf Eigentum, kein Recht auf Privatsphäre, kein Recht auf den Besitz von Waffen, kein Recht auf Protest, kein Recht darauf, eine Erbschaft zu bekommen, kein Recht auf Bildung oder auf einen Job oder überhaupt auf eine Behausung. Und was am schlimmsten ist, kein Recht auf Leben. Das Recht auf Leben wird sich auf den individuellen Wert beziehen, den ein Einzelner nach Meinung der adeligen Elite einnehmen kann. In diesem Plan einer Welt ohne Grenzlinien oder Nationen werden die Bürger entwaffnet werden. Dies schließt Pistolen ein. Ferner hätten sie kein Recht auf Protest, Kampf, Widerstand oder auf die Herausforderung dieser Weltregierung, welche sie spirituell, wirtschaftlich und militärisch kontrollieren wird. Jedes menschliche Geschöpf
wird einen elektronischen Chip eingepflanzt bekommen und wird total auf die Willkür dieser Weltregierung angewiesen sein. Dies betrifft alle fundamentalen Notwendigkeiten. Die Massen werden dazu aufgefordert werden, auf die Knie zu fallen und diesen Weltdiktator anzubeten, der die ganze Welt von seinem ewigen Thron in Israel regieren wird. Die große Frage lautet, wer wird dieser charismatische Herrscher der Welt sein, der von den Menschen akzeptiert wird? Laut Plan wird dieser Weltherrscher sich als ein Nachkomme Jesus Christus und Maria Magdalena erweisen und dies beweisen. Daher wird er von den Christen akzeptiert werden. Einige werden in ihm den Retter, den Messias, sehen. Als ein Nachkomme Christi und als Befürworter einer Weltreligion wird er ebenfalls von den Buddhisten, Hindus und dem Osten, wo Jesus Christus erwiesenerweise lebte, die östliche Philosophie studierte und lehrte, akzeptiert werden. Weil er der Nachkomme eines hebräischen Stammes Israels ist, wird er auch von den Juden weltweit akzeptiert werden. Wenn er eine Muslimin zur Frau nimmt, wird er letzten Endes auch von den Muslimen anerkannt werden. Er wird auch von den Freimaurern und Geheimgesellschaften weltweit akzeptiert werden, deren Mitglied er ist. Acceptance of the Muslim world. He will also be accepted by worldwide Freemasonry and secret societies, which he is a member of. Als der Sohn der Prinzessin Diana wird er bereits geliebt und verehrt. Als seine Mutter in den Armen eines Moslems während eines Autounfalls in Paris starb, nahm ihn die Welt in die Arme. Am 31. Mai 2004 veröffentlichte die von den Rothschilds kontrollierte Associated Press eine Fotografie des Prinzen weltweit, welches von Alastair Grant geschossen wurde. Das Foto bildet ihn mit einem Lamm in den Armen ab. Ähnlich wie ein Gemälde von Jesu Christi, den die Bibel als ein Lamm Gottes bezeichnet. Was ist die Bedeutung dieser Fotografie? Für den unaufmerksamen Betrachter ist dieses Foto einfach unschuldig. Jedoch für Insider, die Kenntnisse über die Protokolle Zions, über die Freimaurer und über das Buch der Offenbarung besitzen, wird William als der Antichrist identifiziert. Der Antichrist wird in der Literatur als gut aussehend und charmant beschrieben. Er ist der Meister der Lüge und Verführung. Die Freimaurer nennen ihn Baphomet oder die Ziege von Mendes. Er wird ebenfalls als die Verkörperung des Bösen und als ein Feind Gottes beschrieben. Er wird Satan, Luzifer, Pan, das Tier und Amen genannt. Er wird üblicherweise mit gespaltenen Hufen abgebildet. Warum hält Prinz William eine gespaltene Hufe in dieser Fotografie in die Höhe? Satan, Lucifer, Pan, the Beast and Amun. He is commonly illustrated with cloven hind hooves. Why is Prince William holding up a cloven hind hoof in the photograph? Die Frage nach der Existenz von Gott und Satan wurde schon ewig debattiert, seitdem Debatten überhaupt entstanden. Manche glauben, dass Gott und Satan Erfindungen der herrschenden Familien sind, um die Massen unter ihre Kontrolle zu bringen. Viele Menschen stimmen aber über die Existenz einer positiven, schöpferischen Kraft überein. Sie drückt sich durch Freude, Liebe und Vitalität aus. Ihr Pendant ist die negative Energie, welche durch Destruktivität, Gier und Tod gekennzeichnet ist. Der Grund für den Triumph des Bösen in der heutigen Welt basiert auf ihrer Fähigkeit, sich zu maskieren und als gut auszugeben und die Massen auf diese Weise auszutricksen. Laut der Berechnung der Freimaurer soll Prinz William als Weltdiktator im Jahr 2015 gekrönt werden. Dann wird er 33 Jahre alt sein. Ohne eine organisierte Intervention werden Leben und Weltfrieden eine völlig neue Bedeutung bekommen. According to Masonic calculations, Prince William is predicted to be crowned world dictator in the year 2015 at the age of 33. Without organized intervention, life and peace on earth will take on a whole new meaning.